wird das entscheidende Experiment stattfinden. Jawohl. Wer wird dabei sein? Professor Achenbach und sein Assistent, der Ingenieur Holk. Und ich. Becker. Sie wissen genau, was Sie zu tun haben. Ja. Wie lange brauchen Sie dazu? Ungefähr 2 Minuten. Wir werden dafür Sorge tragen, dass Sie kurz vor 7 mit 2 Minuten allein im Versuchsraum sind. So. Da. Aber vorsichtig. Na, was ist denn? Ja, aber wenn dem Professor oder dem Holk dabei... Sind was? Sie mit den Herrschaften verwandt? Das nicht. Aber... Na, halt! Machen Sie sich doch keine Sorgen, Becker. Es wird niemandem etwas geschehen. So stark ist die Wirkung ja gar nicht. So? Tja. Uns liegt doch nur daran, dass das Experiment misslingt. Becker! Reißen Sie sich ein bisschen zusammen. Ja? Ja, ich habe ja nur mal gefragt. Na, also. Mach's gut, Major. Geht in Ordnung. Professor. Na, wie geht's? Alles in Ordnung? Jawohl. Pumpenstrecke? Habe ich nachgesehen. Erdungsschalter? Sind drin, Herr Professor. Wie ist es mit dem Strom? Ist für 7 Uhr bestellt. Na schön. Freuen Sie sich wohl auch, Becker, dass wir nun endlich so weit sind. Ja, gewiss. Na, Sie haben ja auch genug geschuftet die letzte Zeit. Wo ist Holk? Herr Holk, ja? Hier ist ein Herr, der Sie dringend sprechen möchte. Dringend mal von der Redaktion der Armee. Ich hätte gerne ein paar Fragen an Sie gerichtet. Über hier leider. Kommen Sie im unglücklichsten Augenblick, mein Lieber, ich habe jetzt keine Zeit. Vielleicht kommen Sie morgen mal wieder. Aber es müsste schon jetzt sein, verzeihen Sie mal. Ich hätte gerne ein paar Anhaltspunkte über das Experiment. Und Professor Achenbach, Sie wissen ja, er selbst äußert sich nie über seine Arbeit. Und werden Sie bestimmt nicht lange aufhalten. Ich will. 2 Minuten. Schießen Sie los, was wollen Sie wissen von mir? Ach, entschuldigen Sie die Störung, lieber Herr Kollege. Ich bin zufällig in Berlin und wollte nicht verfehlen. Wie? Was? Na, aus Stockholm? Nein, 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 ich bin in Berlin.
Oder am besten, Sie rufen mich morgen Vormittag nochmal an. Hallo, hallo, lieber Herr Kollege, noch eine wichtige Frage. Das können wir ja alles morgen persönlich besprechen. Ich muss nämlich jetzt hier Schluss machen. Also auf morgen. Knapp 2 Minuten. Hoffentlich hat's gereicht. Also darf ich kurz wiederholen. Umwandlung von Blei in Gold durch Atomzertrümmerung, Flammenschüsse bis zu 50 Millionen Volt. 5 Millionen, mein Verehrter. Schmeißen Sie doch nicht schon mit den Millionen herum. Ja, und betonen Sie doch ausdrücklich, dass es sich hier nicht so um eine Art Goldfabrik handelt, nicht wahr? Sondern um ein rein wissenschaftliches Experiment. Wie es sich denn. Wiedersehen. Danke sehr, alles Gute. Alles Gute. Ja, schön. Danke. Professor, da draußen war einer von der Presse, den muss ich erst mal ein bisschen... Was erzählen? So, Dr. Professor. Kommen Sie, wir wollen anfangen. Instrumente haben Sie schon angeschlossen, Herr Professor. Ja, richtig gemacht. Kann ich umschalten? Ja. Oder wie können die Herrschaften ja noch recht, wenn sie zweifeln? Unsere Versuche sind bis jetzt nur auf dem Papier gelungen. Herr Professor, wie können Sie das sagen? Also, wir müssen beweisen. Heute! Es wird schon klappen, ich hab's im Gefühl. Also bitte ein Augenblick, ein Augenblick. Ja, lassen Sie heraus, ja? Na. Die Maschinen einschalten. Ja, ich schalte ein. So. Was hat denn der Bäcker heute? Bäcker? Wird ein bisschen aufgeregt sein. Das kann ich verstehen. Ehrlich gesagt, Herr Professor, mein Lampenfieber ist auch nicht von schlechten Eltern. Achtung, halt jetzt. Bäcker, Schlussgenerator laden. Aber eine richtige Reihenfolge. Jawohl. Alles fertig.
Na und? Sie können doch jetzt keinen Besuch zu dem Schwerkranken lassen. Das gibt es nicht. Aber Sie bitte, dass man Sie als Blutspender nimmt. Was? Ja. Haben Sie untersucht? Blutgruppe A? Jawohl. Blutgruppe A. Vollkommen gesund. Macht einen vorzüglichen Eindruck. Ich glaube, man kann dem kleinen Fräulein das nicht gut abschlagen. Sie hat sich dringend bewegen. Das ist schön. Her mit dir. Aber schnell! Bitte, kommen Sie in der Heimat einverstanden. Mal jetzt. Hast du ja jetzt so blank geputzte Augen. Du hast schon wieder gegrübelt. Na, sei mal nicht gleich so streng mit mir. Und in den alten Zeitungsausschnitten hast du auch wieder rumgestöbert. Ja, das habe ich. Was soll ich denn anders machen? Ich werde die Geschichte nicht los. Aber wer willst du? Ich weiß, was du sagen willst, Margit. Es ist schon so lange her und die Menschen denken nicht mehr dran. Traurig genug. Hier, liest doch, da hast du es ja, schwarz auf weiß. Unverantwortlicher Leichtsinn. Grenzenloser Dilettantismus. Und das soll ich auf Achenbach sitzen lassen? Nee. Ich nicht. Er kann sich ja nicht mehr wehren. Er ist ja nicht mehr da. Aber ich bin noch da. Es war kein Unfall. Ein hundsgemeines Verbrechen war es. Aber ich kriege die Lungen schon. Ich werde nie das Gesicht von diesem Bäcker vergessen. Er wusste von der Schweinerei. Er wollte auch noch was sagen, aber dann war Schluss. Dann kam der Clara Datsch. Margit, wie spät ist denn? Gleich fünf. Geh noch mal ins Werk. Aber Werner, ich bin doch eben erst gekommen. Ich weiß es ja auch, dass du es augenblicklich nicht leicht mit mir hast, Margit. Du musst aber ein bisschen Geduld haben, ne? Dann werde ich wieder nach Hause gehen. Oh, nein. Du sollst doch hier bleiben, auf mich warten. Ich bin doch bald wieder da. Toll aus, oder? Was suchen Sie denn da? Das Gold? Keins da.
Das haben sie nicht geschafft, die beiden. Vielleicht auch ganz gut so. Damit haben sie es gemacht. Wie? In dem Blei, da war was drin. Verstehen Sie das, Mann? Nee. Das können Sie auch nicht verstehen. Herren. Wer? Ich kenne Sie nicht. Sie wollten mich unbedingt sprechen. Mann! Bitte setzen. Stört es Sie, wenn ich rauche, Herr Wald? Nein. Ich habe ganz gern so ein bisschen verqualmte Atmosphäre. Was wünschen Sie? Ist Ihnen der Name Wilz ein Begriff, Herr Volk? Wilz. Ja. Der Name ist mir bekannt. Wilz hat Stahlblei, Bergwerk und Chip. Ja, ganz recht. Na und? Das dürfte Sie vielleicht interessieren, dass Herr Wilz sich seit Jahren mit ähnlichen Versuchen beschäftigt wie Sie. Und der leider verstorbene Professor Achenbach. Allerdings auf praktischer Basis. So, das heißt, auf praktischer Basis. Was Sie damit sagen? Macht er vielleicht eine Dukatenfabrik auf, oder? Vielleicht. Jedenfalls, und das ist der Zweck unseres Besuches. Herr Wilz will Sie kennenlernen. Sie sollen für ihn arbeiten. Und was das für Sie bedeutet, das können Sie sich ja denken. Ganz großer Glücksfall für Sie. Ähnliche Versuche. Durch Atomzertrümmerung? Ja. Wenn Sie die Pläne des Wilzenwerkes einsehen wollen? Zeigen Sie mal her. Bitte schön. Das ist ja die Achenbach-Reparatur. Ein paar kleinen Abänderungen, oder richtiger gesagt, ein paar Fehler. Ja, bekannt, dass ich nur durch einen Zufall noch am Leben bin. Ja, Sie haben von dem Unglück gehört. Wir haben das getan. Für Sie und Herrn Wilz war dieses Unglück doch eigentlich nur ein Glück. Wieso? Na, wenn Achenbach und ich es geschafft hätten, dann wären wir ihm ja zuvor gekommen, nicht? Allerdings. Aha. Bitte? Es interessiert mich sehr, Herrn Wilz kennenzulernen und ich bin neugierig, was er mir für Vorschläge zu machen hat. Wann können Sie reisen, Herr Holk? Jederzeit. Herr Wilz befindet sich augenblicklich an Bord seiner Yacht in der Nordsee. Ihr Zug, Herr Holk, geht heute Abend um 9 Uhr. In Bremerhaven erwartet Sie ein Wasserflugzeug. Bitte? Morgen früh um 10 Uhr gehen Sie vor Herrn Wilz. Alles gezeigt. Gute Reise. Danke. Tja, die wünsche ich Ihnen dann auch, ne? Danke. Margit! Margit! Du, weißt du, wer die Feinherren waren? Das war
zwei ganz gefährliche Jungs. Gefährlich, der Bursche. Ich habe auch den Eindruck. Sie müssen telegrafieren. Ach was, der will sich schon mit ganz anderen Leuten fertig geworden. Trotzdem, sicher ist sicher. Das sind ja nur Kreaturen, die beiden. Gemeine Handlanger. Interessieren mich auch gar nicht. Aber der Mann, der hinter Ihnen steht, John Wills. Hast du mal was gehört von dem vornehmen Herrn? John Wills. Ich kann mich nicht so täuschen. Ich habe nur mal das Gefühl, das ist der Bursche, der unseren Professor auf dem Gewissen hat. Zu dem will ich hin. Das ist die kleine Margit. Angst? Hm? Um mich Angst? Du musst doch weggehen. Wie greifst du darauf? Hm? Ich weiß, Werner. Du würdest hier keine ruhige Minute mehr haben. Ich bin doch bald wieder da. Du. Und ich nehme dich doch immer mit. Hier. Bist du immer bei mir? Blut. In deinem Blut. Böser Kasten. Die kleine Kiste hier ist mir lieber. Na, Herr Heub, eine Vergnügungsfahrt auf so einer Yacht? Nichts vom Pappe. Ob das nun so ein reines Vergnügen werden wird, das müssen wir erst mal abwarten. Sagen Sie, müssen sich irren. Aber Willi, alter Schwede, kennst du mich denn nicht? Holk, Werner Holk, Frau Senden, wir haben noch zusammen... Entschuldigen Sie für eine Verwechslung. Mein Name ist Jenkins. Jenkins. Sagen Sie mal, wie heißt der Herr? Jenkins, unser erster Offizier. So. Das wissen Sie ganz genau. Aber natürlich. Einen Moment bitte, ich werde Sie Herrn Wills melden. Ja. Erforderlich. Stopp. Murphy scheint unfähig. Stopp.
schriftliche Generalvollmacht, der Zugpost unterwegs, Unterschrift Bild. Weiter. Kabel als Goldminen-Syndikat, Cape Town. Generalmanager, Murphy. Funkbericht über Monat Ausbeute, nicht zufriedenstellend. Stopp. Ersuchung präzise Vorschläge für Produktionssteuerung nach Berlin. Geht als Spitzfunk über MP Radio. Weiter. Kabel an International Lloyd London. Prinzipielles Einverständnis mit überrannten Gesamtverfahren. Doch folgende Änderung unerlässlich. Stopp. Zu Punkt 16. Einrichtung regelmäßiger Linie nach London. Lass mich mal rufen, wenn es soweit ist. Herr Holk? Bitte schön. Entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Ihre Zeit so kostbar ist. Meine Zeit? Nein. Aber ich dachte, Sie hatten es so eilig. Warum haben Sie mich sonst per Flugzeug geholt? Da hätte ich doch ebenso gut gemütlich hier paddeln können. Wir machen später weiter, bitte. Und dann melden Sie Jenkins, volle Kraft aus Schottland. Nee, stopp, 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 mein Lieber. Halten Sie Ihre volle Kraft ruhig noch ein bisschen zurück. Soweit sind wir beide doch wohl noch lange nicht, Herr Wild. Wir fahren. Ja, dann werde ich wohl die Notbremse ziehen müssen. Es freut mich, dass Sie so guter Laune sind. Hm. Brauchen Sie? Na, danke, im Augenblick nicht. Also, mein lieber Herr Volk, ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen. Sie sollen Ihnen mein Werk, Ihre Versuche fortsetzen. Wir werden uns schnell einigen. Und ich biete Ihnen für Ihre Mitarbeit... Ihre Bedingungen sind so verlockend, Herr Wilz. Da müsste man eigentlich schon ein Idiot sein, wenn man Nein sagt. Richtig. Aber vielleicht bin ich so ein Idiot. Wie? Ja, ja. Sagen Sie mal, Herr Wild, wie ist eigentlich das Achenbachsche Verfahren in Ihre Hände gelangt? Das ist meine Sache. Ja. Das heißt also, Sie haben... Ich möchte nicht gestört werden. Das ist aber sehr wichtig. Na, gehen Sie her. Also, Ihre Entscheidung bitte. Und wenn ich Nein sage? Das wäre sehr unvernünftig von Ihnen. Sie können sich doch denken, dass ich den einzigen Menschen, der für meine Arbeit eine ernste Konkurrenz bedeutet, bei mir behalten werde. Unter allen Umständen. Ach, so ist das. Na, dann nennen wir das Kind doch gleich beim richtigen Namen. Sie drohen. Nein, Sie bleiben eben auf unbestimmte Zeit mein... Was? Auf meinem Schloss. Hm? Und Ihre Entscheidung, Herr Holk? Ich werde arbeiten. Das ist sehr klug von Ihnen. Welche Kabine hat Herr Holk? Nummer 18. Also Nummer 18? Wir sehen uns ja nachher beim Essen. Ja. Herr Holk ist ständig zu beobachten, aber unauffällig. Und Sie veranlassen alles weitere. Ach, der Doppelgänger. Was spionieren Sie denn hier aus? Ruhig. Ich bin noch zu wach.
Also doch, der Willi Lear. Und warum hast du vorhin das Theater gemacht? Tja, mein Lieber. Herr Lüders ist... Ich heiße Jenkins. Ja, das hast du mir vorhin schon erzählt. Von mir aus kannst du auch Lord Nelson heißen, aber was soll der Quatsch? Aber gar kein Quatsch hier. Bitte schön. Charlie Jenkins, kubanischer Staatsbürger. Das ist ein falscher Pass. Hm? Ein echter Pass. Du weißt ja, was mir Anno 25 passiert ist. Nee, weiß ich nicht mehr. Ach, richtig, ja, natürlich. Du hast ja so eine dumme Sache gehabt da mit dem Schiff. Tja, auf der Cap Martino. Es war eine Frau an Bord. Ich war nicht auf der Brücke, als es darauf ankam. War mit einem Schlag alles futsch. Stellung, Karriere und anständiger Name. Naja, Menschenskind, das kann einem doch passieren. Aber jetzt geht's dir doch wieder gut. Gut. Sie scheint hier auf der Milliardärschaukel, ne? Na, Herrn Wills, na, großartig, hast du eine Ahnung. Aber sage mal, was hat er denn eigentlich mit dir vor? Wer? Er? Mit mir? Dass ich nicht lache. Ich mit ihm. Ja. Du, da sieh dich aber gefälligst vor. Ich weiß. Volk, lass dich mit dem Menschen nicht ein. Das ist der gemeinste Schuft, den ich kenne. Der Kerl geht über Leichen. Das weiß keiner besser als ich, mein Junge. Da werde ich beinahe am eigenen Leib erfahren. Wieso? Lieders, du hast ja keinen Begriff, was dieser Halunke mir angetan hat. Der hat auch unser Werk in die Luft fliegen lassen. Und ich habe dabei meinen besten Freund verloren. Ein Mann, sag ich dir. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich habe ihn geliebt wie meinen Vater. Dass du mich hier noch so quietschvergnügt herumlaufen siehst, das ist auch nur ein Zufall. Ein glatter Zufall. Und nun kann ich dir auch sagen, das habe ich mit euch noch Spaß. Nicht um zu arbeiten, um abzurechnen. Ich zahle ihm alles heim, zuck um zuck. Und ich schwöre dir, Lüders, nichts wird ihm dabei geschenkt. Gnädige Fräulein ist unten angekommen und fährt morgen früh mit der Savarona nach Nizza. Wie? Jawohl. Ja, und haben Sie nicht daran erinnert, dass wir morgen Abend Gäste haben? Doch, ich habe mir erlaubt, darauf aufmerksam zu machen, aber... Na und? Ich möchte meine Tochter sofort sprechen. Was haben Sie denn? Warum machen Sie so ein verzweifeltes Gesicht? Verzeihung, ich kann den Frack nicht finden. Nicht möglich. Sie scherzen. Ich mir nie erlauben. Aber er ist nicht da. Tatsächlich. Da wird ihm wohl mein Kammerdiener vergessen, einmal einzupacken. Ja, scheint so. Was wird der Herr da machen? Ganz einfach. Ich werde meinen Kammerdiener auf der Stelle entlassen. Bleibt mir doch nichts anderes übrig. Jawohl. Gnädige Fräulein hat Kopfschmerzen und lässt sich entschuldigen. Kopfschmerzen? Sagen Sie meiner Tochter, ich wünsche, dass sie ihre Reise nach Nizza verschiebt. Und rufen Sie Ingenieur Harris an. Laboratorium zeigen.
Kommen Sie über das Tuch hier, bitte. Sie haben Ihr Labor gut versteckt. Nicht ich, die Natur. Blei, ja? Jawohl. Blei haben Sie und da wollen Sie gleich. Ja, richtig. Sehr praktisch. Der Mann, der es leider nicht geschafft hat. Gerald, der Mann, der es schaffen wird. Freut mich jedenfalls, Sie kennenzulernen, ja, Kollege. Ich denke, dazu ist er hergekommen. Natürlich, aber es könnte sein, dass er Ihnen andere Pläne verfolgt. Lassen Sie mir nicht aus den Augen. Verstanden? Allerhand, Herr Wirtz. Und die Stoßgeneratoren, wo haben Sie die stehen? Rings in Kammern um die Höhle. So. Was ist denn das da oben? Kontrollstation. Ja. Wie viel Volt habt ihr denn bisher hier gearbeitet? Mit 5 Millionen. Aber mehr habt ihr aber nicht. Haben. Wir haben auch 10, 15 Millionen, aber da möchte ich nicht dabei sein, wenn die losgelassen werden. Wir waren auf dem besten Wege, das Problem zu lösen, wenn wir dann noch etwas Zeit gehabt hätten. Auf dem besten wohl, aber nicht auf dem richtigen. So. Naja, ich kenne zwar das Achenbachsche System nicht, aber... Ach, Sie kennen das? Gar nicht, Herr Kollege. Nein. Aber es soll ja eine gewisse Ähnlichkeit in unserem besitzen. Eine gewisse. Eine verteufelte Ähnlichkeit. Und woran liegt es dann, dass die Sache nicht funktioniert? Das kann ich Ihnen genau sagen.
Die Ähnlichkeit ist nicht groß genug. Wir, Achenbach und ich, waren nämlich schon inzwischen ein Stückchen weiter. Aber Gold haben auch Sie und Ihr Professor Achenbach noch nicht gemacht, Herr Wolf. Stimmt's? Ja, stimmt. Meter von der Küste und über uns rollt der Atlantische Ozean. Na, kann man hier arbeiten? Ja, gespart haben Sie nicht. Mir ist gerade eingefallen, wie wir damals in Berlin mit unserem kleinen Labor in die Luft gegangen sind. Was das wohl für einen Knall gegeben hätte, wenn das so ein Riesendings gewesen wäre. Herr Holk, ich habe Sie hergeholt, damit Sie hier Ihr Experiment machen. Was weder Professor Achenbach noch Sie jemals gefunden haben, das bringe ich. Jungen Wills Ihnen entgegen. Absolutes Vertrauen. Was Sie befehlen werden, wird ausgeführt. Was Sie brauchen, werden Sie haben. Doch nie hat ein anderer diese Möglichkeiten gehabt. Und wenn es Ihnen gelingt, hören Sie Holk, aus dem Blei von Dunby Gold zu machen, dann haben Sie die ungeheuerlichste Umwälzung vollbracht. Dann ist hier in dieser Höhle das Herz der Welt. Und Sie, Holk, werden Herr darüber sein, ob dieses Herz schlägt oder nicht. Und nun, Holk, liegt es an Ihnen. Ja, Sie haben natürlich ganz recht. Es liegt jetzt an mir. Schon etwas gefunden? Nein, nichts. Diese ganze Sucherei ist jetzt wertlos. Der Holk wird doch nicht so dumm sein und hier etwas herumliegen lassen, das niemand sehen soll. Bringen Sie alles wieder in Ordnung, damit man nichts merkt. Was machen Sie dann? Wem gehören diese Sachen? Wer wohnt hier? Herr Holk. Ein bekannter Mann des Vaters? Ich kann leider nichts Näheres sagen. Der Herr ist erst vor einer Stunde hier angekommen. Und er weiß, dass Sie hier in seiner Abwesenheit das Gepäck durchschnüffeln. Herr Wills weiß es. Ich muss es Wills sagen. Mein Vater in seinem Zimmer? Jawohl, Herr Wills ist soeben aus dem Werk zurückgekommen. Danke. Florenz? Ich möchte dich sprechen. Bitte lassen Sie uns allein. Was ist denn los? Warum so feierlich? Wer ist dieser Herr Holk, der heute hier ankommt? Ein neuer Ingenieur. Sehr tüchtiger Mensch. Arbeitet bei mir unten im Werk. Wohnt aber hier oben und ist ein Gast, nicht wahr? Jawohl. Dann ist es doch unerhört, dass du seine Koffer durchsuchen lässt. Ich bitte dich, mit deiner Kritik an meinen Maßnahmen etwas zurückhaltender zu sein. Und ich bitte dich, mit deinen Maßnahmen gegen einen Gast etwas zurückhaltender zu sein. Florenz, du kennst die Zusammenhänge nicht. Wahrscheinlich werde ich meine Gründe haben. Der Mann kann mir gefährlich werden. Ich darf da keine Rücksicht nehmen. Warum hast du ihn dann hergeholt? Weil ich ihn brauche. Möchte ich, dass du deine Vernehmung beendest. Ich bin ja keine Rechenschaft.
Rechenschaft schuldig. Ich kümmere mich auch nicht um deine Angelegenheit. Es muss ein interessanter Mensch sein, dieser Herr Holk. Der erste jedenfalls, vor dem du Respekt zu haben scheinst. Übrigens, du hast doch deine Reise verschoben, nicht wahr? Nein, nicht wahr. Das ist ausgeschlossen. Du bleibst hier. Ich muss heute nach Edinburgh und komme morgen erst spätabends zurück. Du wirst also die Güte haben, unsere Gäste zu empfangen. Übermorgen kannst du meinetwegen fahren, wohin du willst. Das ist sehr nett von dir, aber ich habe meine Abreise schon für morgen disponiert. Und daran ist leider nichts mehr zu ändern. Florenz. Einschalten. Okay. Transformator bei Nummer 5 einschalten. Neugieriger Fritze. Schaffen Sie ihm etwas? Nein, nein, aber wenn Sie da immer so hinter mir rumstehen, dann fürchte ich, dass die elektrische Spannung zu groß wird. Da kann leicht bei mir mal Kurzschluss entstehen. Okay. Los, Generator 5, laden. Sie und Pitt bei mir. Alle anderen. Wer experimentiert hier, hm? Sie oder ich? Ich bin für das sehr verantwortlich. So. Verbiete Ihnen, mit dieser Spannung zu arbeiten. In einer Minute können Sie verbieten, so viel Sie wollen. Und jetzt dürfen Sie mir auch nachlaufen. Jetzt wird es wichtig. Kommen Sie, kommen Sie. Wenn Sie so weitermachen, zerstören Sie die Apparatur. Oder es könnte mir gelingen, Gold zu machen. Und das passt Ihnen wohl nicht. Ha? Solange ich Ihr Chefingenieur bin, wird mit so hohen Spannungen kein Unfug mehr getrieben. Ach so, Sie sind Ihr Chefingenieur. Sie sind mein Vorgesetzter. Jawohl. Ich bin Ihr Untergeber. Jawohl. Na, dann will ich Ihnen mal was sagen, Herr Harris. Solange es hier noch Chefingenieure gibt, interessiert mich der ganze Krempel nicht. Für mich ist Feierabend. Wer will's Bericht erstatten? Da müssen Sie sich aber sehr beeilen. Sonst komme ich Ihnen zuvor. Auto wartet oben und soll sie nach dem Glückhaus bringen.
Zu wem willst. Dankeschön, pass mal ausgezeichnet. Hallo? Es tut mir leid, Herr Harris, aber Sie können Herrn Wiltz jetzt nicht sprechen. Vielleicht rufen Sie morgen Vormittag an. Bitte melden Sie sich. Sie werden schon erwartet. Danke. Ja. Sehr freundlich, dass Sie gekommen sind. Bitte. Es handelt sich wohl um ein Missverständnis. Ich werde doch von Herrn Wiltz erwartet. Nein, ich habe Sie hier gebeten. Ja, ich bin Florence Wiltz. Aber wollen Sie nicht näher sein? Zigaretten? Danke, ich hoffe. Darf ich fragen, wie ich zu der Ehre komme, von Ihnen empfangen zu werden? Sie dürfen mir erst Feuer geben. Ein Whisky? Danke, ich trinke nicht. Sie rauchen nicht, Sie trinken nicht. Aber am Gelübde, sich nie wieder hinzusetzen, haben Sie doch hoffentlich nicht abgelegt. Das geht nicht. Kennen Sie meinen Vater schon lange? Persönlich erst seit gestern. Im Namen nach allerdings schon von früher. Werden Sie längere Zeit hier bleiben? Vielleicht. Sind Sie immer so gesprächig? Aber gnädiges Fräulein, Sie fragen mich doch da Sachen, die Ihnen vermutlich Herr Wiltz alle schon erzählt hat. Sie irren sich. Ich habe meinen Vater in den letzten 3 Monaten kaum 5 Minuten gesprochen. Durch Zufall heute Mittag. Und da hörte ich zum ersten Mal von Ihrer Existenz. Interessiert es Sie vielleicht, in welchem Zusammenhang? Das kann ich mir gut denken. Herr Wiltz wird Sie gebeten haben, sich meiner ein bisschen anzunehmen. Nein, auch das ist ein Irrtum. Ich wollte Sie kennenlernen. Und ich dachte nicht, dass es so unbescheiden von mir ist, wenn ich Sie bitte, mir etwas Gesellschaft zu leisten. Im Gegenteil, ich freue mich sehr schmeichelhaft. Aber ich bin ja schließlich nach Dundee gekommen, um zu arbeiten. Ich habe meinen Kopf voll mit allerlei Sorgen. In dem Zustand bin ich bestimmt ein schlechter Gesellschafter und ich möchte Sie deshalb bitten, mir nicht böse zu sein, wenn ich einen Augenblick noch, Herr Holm. Bitte. Sie sind nur hier, um zu arbeiten, ja? Und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Wollen Sie mich aushorchen? Nein. Ich will Sie warnen. Man traut Ihnen hier nicht und man lässt Sie wohnen. Ich weiß nicht warum. Sie brauchen mir auch nichts zu erklären. Ich sage das nur, weil ich verhindern möchte, dass Sie sich vielleicht durch eine Unbesonnenheit in eine unangenehme Situation bringen. Nun will ich Sie nicht länger aufhalten. Adieu. Ja, Fräulein Wiltz, ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe mich wohl hier draußen eben nicht so ganz richtig benommen. Aber ich bitte Sie. Und dann möchte ich mich noch bei Ihnen. Nee, das Fräulein haben geläutet. Ja, Sie können servieren. 2 Getränke, bitte. Ich werde gefragt, ob Sie mit mir essen. Ja. 2 Gedecken. Sie sagt, die Savarona fährt. Er sagt, die Savarona fährt nicht. Jetzt sagen Sie mir, Petty, was ich machen soll.
Aber Herr Jenkins, Sie sind doch nicht seit gestern bei uns. Natürlich geschieht das, was Sie wissen. Na ja, aber ich muss doch wissen, woran ich bin. Tun Sie mir den Gefallen und melden Sie mich. Das geht nicht. Der neue Ingenieur ist zu Besuch da und ich kann nicht stören. Der Holk? Ja. Aber es hat wirklich keinen Zweck, dass Sie noch fragen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Halten Sie die Savarona fahrbereit. Verzeihung, Herr Jenkins. Warten Sie hier auf jemanden? Ja, ich hätte gerne Herrn Holk gesprochen. Ja, Herr Holk ist noch bei Fräulein Wiltz. Aber vielleicht nehmen Sie so lange in seinem Zimmer Platz. Darf ich ihn aufführen? Ja, bitte. Bitte schön. Wie kommt es eigentlich, dass Sie Ihren Vater in den letzten 3 Monaten kaum 5 Minuten gesprochen haben? Das ist gar nichts Besonderes. Wir sehen uns manchmal ein halbes Jahr lang nicht. Meinem Vater ist es ziemlich gleichgültig, ob ich hier bin oder ob ich in der Welt herumreise. Er hat mehr Interesse für seine Geschäfte und mit denen will ich nichts zu tun haben. So. Ich bin auch jetzt nur für einen Tag hier. Morgen reise ich wieder ab mit der Savarona ins Mittelmeer und wer weiß, wann ich zurückkomme. Dann werden wir beide uns wohl nie wiedersehen. Das kann man nicht wissen, Horl. Übrigens habe ich auch nicht den Eindruck, dass Ihnen so viel daran liegen wird. Nur fragen, ob Sie vielleicht einen Wunsch haben. Ja, danke schön. Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Zeitungen bringen? Zigarren? Und Whisky? Danke, danke. Es wird doch hoffentlich nicht mehr lange dauern da unten. Ja, das kann ich nicht sagen. Da fehlt mir leider jede Erfahrung. Bis jetzt hat Fräulein Wiltz noch nie einen Gast gleich am ersten Tage allein zum Essen eingeladen. Haben Sie noch einen Wunsch, Gnädiges Fräulein? Nein, danke. Ja, spät geworden. Die Reise morgen wollen früh aufstehen. Da muss ich mich jetzt wohl empfehlen. Also leben Sie wohl, Herr Holm? Es war ein bezaubernder Abend. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich nie gedacht hätte, hier einen Menschen zu finden wie Sie. Fräulein, Fräulein. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Danke Ihnen. Aber wenn Sie wirklich wollen, dass ich eine gute Reise habe, dann müssen Sie mir noch eine Bitte erfüllen. Unternehmen Sie hier nichts gegen meinen Vater. Ich sage es nicht seine. Seit 3 Stunden, um mich von dir zu verabschieden. Wir fahren morgen. Ja, du, ich konnte hier kommen. Du hast so lange gearbeitet. Ich hatte unten im Werk nichts zu tun. Na, und wie ist es denn da? Großartig, du. Die Maschine, die der Kerl hingestellt hat, die ist schon toll. Da könnte man schon arbeiten. So. Na, deswegen bist du doch aber eigentlich nicht hergekommen. Du wolltest ja mit Herrn Wills abrechnen, nicht wahr? Und das tue ich auch. Kann sich darauf verlassen. Die Maschine muss weg. Hab mich auch unten schon umgeguckt. Willi, wenn ich zum Beispiel die ganzen 15 Millionen Volt einschalte, dann werden Energien frei, die sind stärker als 10 Zentner Ekrasit. Aber das ist nicht so einfach. Und dann ist mir auch noch was eingefallen, als ich heute vor der Maschine stand. Wenn ich doch nur 1 Gramm Gold zeigen könnte, was ich mit dieser Apparatur gemacht habe, dann hätte der Name Achenbach doch wieder seinen guten alten Klang. Verstehst du das? Ja, ja, ja. Und das ist dir eingefallen, als du die Maschine gesehen hast. Und nicht etwa,
während deiner dreistündigen Unterredung mit Fräulein Wiss. Schau mal, Werner, mir brauchst du doch nichts vorzuschwindeln. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass du für Herrn Wiss arbeitest. Von mir aus kannst du täglich 10 Stunden mit seiner Tochter flirten. Nur musst du mir da nichts erzählen von Rache, Heimzahlen, Zug um Zug. Willi, du bist doch ein großes Kamel. Fräulein Wills hat gar keinen anderen finden können. Weißt du, wie viel die sich aus mir macht? Nicht so viel. Ja. Ich kenne das. Ich habe dir ja erzählt, wie es mir damals gegangen ist. Deshalb ist es gut für dich, dass sie morgen fortfährt. Na, siehst du, dann sind doch deine Bedenken ganz unbegründet. Ne? Dann wieder du. Wo kannst du mal ein bisschen Schlaf anlegen? Tschüss, Willi, ich wünsche dir alles Gute und gute Rede. Herein. Die Savarona fährt morgen nicht. Das gnädige Fräulein hat sich entschlossen, hier zu bleiben. Guten Nacht. Guten Nacht. Nicht mal. Du verstehst doch, was das zu bedeuten hat. Ja. Jetzt gibt's nur noch eins. Morgen Nacht fliegt die Maschine in die Luft. Entschuldigen, aber eben erst eingetroffen. Und hoffentlich passt doch. Darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Nein, ich brauch's nicht. Hören Sie mal, die Gäste sind schon alle da. Jawohl, Rolf. Auch Herr Wiltz. Nein, Herr Wiltz wird erst in einer Stunde erwartet. Ah, aber die Ingenieure und Herr Harris. Jawohl, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber die meisten der Herren habe ich schon gesehen. Wenn ich mir noch eine Bemerkung erlauben dürfte. Die Fräulein hat schon mehrere Male nach Herrn Holk gefragt. Ja. Schalten genau in der Reihenfolge mit Entspannung, wie es hier steht. 1, 2, 4, 5. Schon? Dann, Herr Wetter, das geht ja bis 7,5 Millionen Volt. Ja.
Das sind ja die Spannungen, die Herr Heukreuth... Ersparen Sie gefälligst Ihre Bemerkungen. Machen Sie das, was ich Ihnen sage. Jawohl, Herr Chefingenieur. Das Tor geht ja zu. Kommen Sie hierher. Was wollen Sie? Warum schließen Sie das Tor? Da bin ich ja gerade zur rechten Zeit gekommen. Nachts hinter meinem Rücken will der Herr Chefingenieur noch schnell den Laden schmeißen und das Experiment machen. Morgen ist er dann vor aller Welt der berühmte Mann, der geniale Erfinder. Und Achenbach bleibt für alle Zeiten der Stümper, der es nicht richtig anpackt und konnte. Raus, Sie! Etwas geschehen sein. Ein Unglück. Ist er heute noch in seinem Zimmer? Nein. Er hat vor einer halben Stunde das Schloss verlassen. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Schnell meinen Wagen. Aber unauffällig.
Los! Herr Wolkenberg, er hat den Toranzug von Ihnen unterbrochen. Schön haben Sie aufgepasst. Machen Sie Ihre Hand auf. Und mach doch deine Hand auf. Thank you.
Dem Holk ist es gelungen. Ich freue mich so, dass ich Ihnen als Erste Glück wünschen kann. Kommen Sie rum. Gar nicht zu schaffen. Wir sind doch vollkommen kaputt. 5 Tage und Nächte in dem Tempo, das hält ja kein Mensch aus. Das hält auch niemand aus. Ja. Ja. Ist der Holk schon zum Essen? Nee, der übertreibt schon Appetit durch die Arbeit. Sie heute Abend hinauf aufs Schloss zu kommen. Ja, verstehen Sie doch bitte. Ich habe heute die ganze Nacht hier unten im Werk zu tun und kann leider wieder nicht kommen. Wieso den Quatsch? Wenn wir jetzt mal so richtig loslegen mit dem Brillen machen, dann weiß ich, was ich tue. Ja, brauche ich mir vor allen Dingen mal ein schönes großes Haus. Den Blumengarten drumherum und Auto. Jawohl, und eine Ziehharmonika. Und Fernrohr. Warum denn Fernrohr? Warum denn nicht? Na, kommt doch gar nicht mehr voran. Wenn man nicht so reden hört, dann möchte man glauben, die Maschine wird nur fertig arbeiten. Das ganze Geld kriegt doch der Wils. Und die Banken. Na, du hast doch einen Dreck davon. Wieso denn? Je mehr Gold,
desto mehr Arbeit. Je mehr Arbeit, desto mehr Geld. Ja, und je mehr du drosselst, desto mehr Blech. Herr Holt? Na, was gibt's denn schon wieder? Haben Sie denn keinen Hunger? Muss man denn immer essen? Ich halte doch mal ein paar Stunden aus, wenn es sein muss. Das muss aber nicht sein. Also mal nett von ihm, Piet. Dankeschön. Jetzt ist weg. Will ich euch mal was sagen. Wenn der Wilz sich hier seine Maschine bauen darf, dann kann ich mir doch eine Druckerei einrichten. Und mir meine Banknoten selber machen. Hm. Ein Unterschied. Ist doch genau das. Ja, hast du recht. Mir ist die ganze Geschichte auch nicht klar. Aber Unsinn, da würde doch der Holt hier gar nicht mitmachen. Das müsst ihr doch zugeben, der Junge ist richtig. Der macht nichts gegen uns. Solange der dabei ist, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Kann ich mal was fragen, Herr Holt? Na, natürlich können Sie das bitten. Auch wenn es was Dämliches ist. Dann erst recht. Warum wollen Sie eigentlich hier Gold machen? Die Frage ist gar nicht so dämlich, bitte. Schön, aber wissen Sie, erst war ich ja auch so begeistert wie die anderen. Aber dann habe ich mir das so ein bisschen zurechtgelegt. Und nun weiß ich nicht. Danke. Ist denn das richtig, was Sie da vorhaben? Ja. Die Zeitungen schreiben auch so merkwürdige Sachen. Wenn man das liest, dann sollte man glauben, dass wir bisher eigentlich nur Unglück angerichtet haben, ne? Ja. Ja, ich weiß es. Ich lese doch auch die Zeitung, ne? Ja, aber dann verstehe ich nicht. Dann wäre es doch vielleicht besser, wenn... Wenn die Maschine morgen gar nicht erst anfangen würde zu arbeiten, ne? Ja, das wollen Sie doch damit sagen. Hm? Oder? Na, nur mal aus mit der Frage. 500 Leber. Die Ingenieure werden hier das besser wissen. Ja, natürlich. Wenn ich nun ebenso denken würde wie Sie, alles stehen und liegen lasse und weggehe, was wäre dann? Naja, nur dann... Nein, das ist nicht tun, mein guter Kerl. Dann wären morgen ein paar andere hier. Einer von den Herren würde ja schließlich mal darauf kommen, wie das Ding funktioniert. Hm? Das ist richtig. Piet, da gäbe es doch eigentlich nur ein einziges Mittel. Der Kohl ist vorbei. Wir bringen noch drüben, ja? Kommen Sie doch heute Abend mal in meine Kabine. Ich kenne so das selber. Hör zu. Die Felsdecke ist oben ziemlich schwach. Und wenn ich mit meinen 15 Millionen Volt loslege, dann knallt die Maschine auseinander. Und das Meer bricht rein. Aber das Tor hält stand. Und nun kommt natürlich alles darauf an, ob ich rauskomme, bevor es sich geschlossen hat. Verdammt ernst. Deshalb habe ich dir doch den Brief hier. Fräulein Margit Möller, Berlin, Rankestraße 87. Und Florenz Will? Ihretwegen hätte ich doch beinahe wieder vergessen. Neulich nachts auf dem Fest war ich ja schon so weit. Mich halte über Kopf, wenn Sie zu verlieben.
Aber da ist Herr Wilz gekommen und mir dieses Stückchen Gold gegeben. Und mir mit schwungvollen Worten erklärt, dass er mich damit und seine Familie fesseln möchte. Na, was er damit gemeint hat, das kannst du dir auch denken. Seitdem habe ich Florence nicht mehr gesehen. Und ich höre sie auch nicht mehr. So. Jetzt gehe ich ins Werk runter. Tschüss, Willi. Kann ich dir noch irgendwas helfen? Danke, mein Lieber. Wenn alles gut geht, dann komm zum Hafen, verstehst du? Ich bereite alles vor, damit wir von hier wegkommen. Ich fahre mit dir. Ja, wenn alles gut ist. Maschinen hochfahren. Transformatoren einschalten, Stoßgeneratoren laden. Herr Holk? Hm? Herr Wils wird vor Beginn der Arbeit noch ein paar Worte sprechen von der Maschine herunter. Aus, in die Kanäle der Wirtschaft aller Länder zu leiten und damit Glück, Wohlstand und Segen über die ganze Welt zu bringen. In diesem bedeutsamen Augenblick möchte ich nicht unterlassen, dem Manne zu danken, dem als Ersten gelungen ist, was bisher unmöglich schien, dessen geniale Schaffenskraft dieser Maschine hier Sinn und Leben gegeben hat. Ich danke Ihnen, Herr Holk. Und nun an die Arbeit. Jeder an seinem Platz. Die Goldproduktion beginnt. Einen Augenblick, Herr Wilz. Ich möchte Ihnen und den anderen hier auch gern noch ein paar Worte sagen, die Sie wohl in der Eile vergessen haben. Es ist nicht meine geniale Schaffenskraft, die der Welt diesen entscheidenden Augenblick geschenkt hat. Das alles verdanken wir der Genialität eines anderen. Aber ich bitte Sie, mein lieber Holk. Doch. Ich muss das jetzt alles hier sagen, Herr Wilz. Ich muss den Namen des Mannes aussprechen. Ja, Sie kennen ihn doch auch sehr gut. Den Achenbach. Professor Achenbach. Wer war es nämlich, der diese Maschine hier erfunden hat? Mein Lehrmeister, ein guter, lieber Mann, der nur der Wissenschaft dienen wollte. Nur der Wissenschaft! Und als er nur noch wenige Sekunden von seinem Erfolg getrennt war, da wurde er auf die bestialischste Weise ins Jenseits befördert. Na, ich meine, das gehört doch gar nicht hierher. Und ob das hierher gehört, Herr Wilz, Sie haben doch Achenbach auf dem Gewissen, Sie haben doch seine Erfindung gestohlen! Nach seinen Plänen haben Sie doch hier sind diese... Sind Sie wahnsinnig geworden? Ich verbiete Ihnen weiter zu... Sie haben ja nichts zu verbieten. Jetzt rede ich! Nein! Oh, was heißt denn das? Er wollte zu reden. Jawohl, wir wollen wissen, was hier los ist. Ausreden lassen. Ruhig. Das geht euch nichts an. Das sind unsere Privatangelegenheiten.
Die rechnen wir noch unter vier Augen ab. Aber was euch alle auch angeht, was geschieht denn nun wirklich, wenn diese Maschine in einigen Minuten anfängt zu arbeiten? Nicht Glück, Wohlstand und Segen. Armut und Elend bringen sie über die Welt. Wie viel Unheil haben sie denn schon angestiftet? Durch die bloße Ankündigung ihres Goldes. Unruhen, Bankenkrach, Selbstmorde armer Teufel, die sich um die letzten paar Spargroschen betrogen gefühlt haben. Und wozu denn das alles? Sie, Herr John Wilkes, wozu denn das alles? Weil die Schicksal spielen wollen, weil ihre Macht hier unersättlich ist, weil sie immer neue Reichtümer zusammenkratzen möchten. Weil sie sich in ihrem Größenwahn einbilden, ein Führer der Weltwirtschaft sein zu können. Und jetzt will ich Ihnen sagen, was Sie sind. Ein ganz schäbiger Meuchelmörder. Was schauen Sie da? Ein Meuchelmörder. So, Jungs, das habe ich euch noch sagen müssen, weil der es vergessen hat. Und jetzt geht man alle in eure Arbeit. Jeder an seinen Platz. Die Goldproduktion für John Wilkes beginnt. Die Goldproduktion beginnt nicht. Was reden Sie da? Hey! Wer sind Sie? Ein Arbeiter, Herr Wild. Ja. Halt! Heide, verlässt mir das Werk! Oh, die Fahne! Minuten schwimmen mir die Fische um. Los, Jungs, alles verlässt in Ruhe das Werk. In einer Minute schließe ich das Tor. Draußen seid ihr in Sicherheit. Thank you.
kommen Sie, Herr Holk. Ja. Der alte Kahn hier ist mir lieber als die ganze protzige Savarona. Ich weiß auch warum, Willi. Weil er uns wieder nach Hause bringt. Das ist doch immer die schönste Fahrt. Der kann ja gar keins machen. Und er wird es auch nie wieder versuchen. Weil kein Segen dabei ist. Darum soll man auch keins machen.